Heute bin ich für das Berlin-Fernsehen hier im Admiralspalast, wo ich eintauche in eine Produktion der ganz besonderen Art, denn ab September gibt es hier den Zauberer von Oz als Musical zu sehen. Besonders ist daran nicht nur die aufwendige Produktion und die bunten Kostüme, sondern auch die Truppe, denn die Atlanta Stage Company setzt auf sehr junge Talente. Die Jüngsten sind, glaube ich, sogar 19 Jahre und haben gerade eben erst ihr Abitur gemacht. Und da wollen wir doch mal schauen, was diese jungen Talente so auf die Bühne bringen. Sie beginnt in Kansas. Mit diesen Worten wird sich am 5.9. um 20 Uhr hier im Admiralspalast der Vorhang zur Premiere von Der Zauberer von Oz heben. Das ist nicht nur die Premiere hier im Admiralspalast, sondern auch unsere Deutschland-Tournee. Wir haben viele Monate geprobt, wahnsinnig viel Fleiß ist reingesteckt worden. Entbehrungen, auch wahnsinnig viele Tränen sind geflossen und sind ebenfalls wahnsinnig aufgeregt, an einem solchen geschichtsträchtigen Ort wie den Admiralspalast aufzutreten, vor einem so bedeutenden Publikum, einem so verwöhnten Publikum wie dem Berliner Publikum. Also wir haben Herzrasen, aber wir freuen uns gewaltig. Drei super tolle Freundinnen. Das ist zum einen die Vogelscheuche, die so gern Verstand hätte, von Rebecca Weber dargestellt. Dann wird sie vom Dann treffen sie auf den Blechmann, der so gern ein Herz hätte. Maximilian Hinz als Blechmann. Und zu guter Letzt kommen sie auf diesen Angeber, diesen Löwen, der aber alles hat, nur keine Courage. Und die wünscht er sich ganz gewaltig. Ist ein Angsthase, unser Löwe. Und hier ist es. Thomas. Ah, die Hexen, natürlich. Vorstellen, die böse Hexe des Westens, die natürlich alles ansetzt, damit diese Freunde nicht den Zauberer von uns kriegen. Und geschützt wird die ganze Meute von der guten Hexe. Nochmal Veronika vom Berlin Fernsehen und ich stehe jetzt hier mit der bösen Hexe des Westens. Eine einmalige Gelegenheit, Einblicke aus dem Leben einer wahren Hexe zu bekommen. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ich traue mich ja fast nicht, aber vielleicht darf ich doch etwas Persönliches fragen. Erstmal, wie wird man denn überhaupt zu einer bösen Hexe? Ist das eine Entscheidung oder wird das einer Hexe in die Wiege gelegt? Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern.
Aber es war schon immer so, dass ich diese Lust hatte, dass, ja, ich Macht habe und alle anderen vor mir zittern und bibbern. Das war schon, ich weiß, als kleine Hexe. Und in meiner, ich hatte so eine wunderbare Schaukelwiege und ich schaukelte und schaukelte. Und dann war da so der kleine Hund. Und der, den kickte ich davon mit meiner Schaukelwiege. Ich hasse Hunde. Aber damals, der ist ja einfach wusch, weggeflogen. Okay, ich verstehe. Ich hatte jetzt so heute, als ich das heute so gesehen habe, auch den Eindruck, es ist ja doch auch ein einsamer Weg, so als böse Hexe. Oder täusche ich mich da? Naja, ein wenig. Aber ich habe ja meine Untertanen und mein Gefolge, das mir zuhört und das mich bejubelt. Und dann, naja, dann ist die Einsamkeit gar nicht so schlimm. Und ich kriege ja auch immer mal wieder Besuch von kleinen Mädchen. Ja, das ist uns aufgefallen, da drüben, dieses kleine Mädchen. Ich glaube, da erwartet uns ja auch noch im Laufe ihrer ganz eigenen Geschichte mit diesem Mädchen so einiges. Darf man vielleicht schon mal wissen, was haben Sie so vorbereitet für den Besuch des kleinen Mädchens? Naja, ich will nicht so viel verraten, aber sie gelangt zu mir auf, ja, Ruf meines, ja, meiner Hexenrufes und ich schicke mein Gefolge aus, es bringt sie zu mir und was dann passiert, da dürfen wir nicht zu viel verraten. Okay, ich glaube, das wollen wir auch gar nicht wissen, denn das wollen wir erleben. Und das hat auf jeden Fall schon mal sehr viel Lust gemacht. Ich bin gespannt. Gänsehaut ist auch schon mit dabei. Deswegen vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen, ich weiß gar nicht, darf man das in dem Fall sagen, viel Erfolg. Ja, viel Spaß. Sie oh, mir auf jeden Fall. Sehr viel Spaß. Nachdem mir die Gänsehaut abgeklungen ist von der bösen Hexe, da habe ich ja richtig Angst bekommen, habe ich gedacht, ich suche jetzt mal die warme Herzlichkeit der guten Seite. Und da sieht man auch gleich, was wieder der Vorteil ist, wenn man doch ein bisschen lieb und herzlich ist. Da hast du dann nämlich ganz viele Freunde. So, hallo ihr Lieben, wollt ihr nur mal ganz kurz vorstellen? Ich bin der Blechmann. Ich bin die Vogelscheuche. Ich bin die Dorothy. Ich bin der Löwe. Und ich bin die gute Hexe des Nordens. Und zusammengebracht, so wie ihr seid, hat, glaube ich, hast du alle, ne, Dorothy? Wie hast du das hingekriegt? Ja, also die gute Hexe des Nordens hat mir gesagt, dass ich dem strohgelben Weg folgen soll. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann war eine Kreuzung und ich wusste nicht, wo ich lang gehen sollte. Und dann hat mich mein Hund, der Toto, hat mich dann aufmerksam gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass die Vogelscheuche ja reden kann. Und sowas gibt es in Kansas überhaupt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, dass sie ja Verstand sucht, kann der Zauberer ihr auch bestimmt Verstand geben. Und dann sind wir zusammen los. Okay. Sie hat gesagt, du suchst Verstand? Ja, ich habe nur Stroh im Kopf. Ich kann gar nicht denken. Aber die Dorothy nimmt mich zum Glück mit zum Zauberer. Der wird mir dann Verstand geben. Okay, wenn das mal funktioniert. Aber so ein Zauberer, der kann das bestimmt. Und was hat dich auf den Weg gebracht? Ja, ich war festgerostet und Dorothy und die Vogelscheuche haben mich dann im Wald gefunden. Und nachdem sie mich einmal ordentlich geölt haben, da konnte ich ihnen erzählen, dass ich kein Herz habe. Oh, das kann man ja fast kaum glauben. Du siehst gar nicht so aus, als ob du kein Herz hättest. Aber es ist alles hohl. Ich wäre wahrscheinlich auch viel aufgeregter, wenn ich ein Herz hätte. Aber hat auch Vorteile. Ne? Und wie kommt denn der... Ist ein bisschen ängstlich. Ja. Komm. Ach komm, wir teilen uns die Angst. Hm? Ich kenne es. Ganz kurz, wie bist du denn in diese lustige Truppe gekommen? Ich habe ganz viel Herz, aber ich habe gar keinen Mut. Und mir fehlt es ganz viel an Courage. Und du glaubst, das findest du beim Zauberer von Oz? Ja. Und wenn du dann Courage hast, was machst du dann damit? Dann kann ich alle meine Freunde beschützen. Wow. Das klingt toll. Und bis du das machst, übernimmt das wahrscheinlich die gute Hexe des Nordens, richtig? Genau. Ich habe die Dorothy willkommen geheißen im Munchkinland und habe ihr gesagt, was sie tun soll. Sie sollte dem strohgelben Weg folgen, um dort den Weg zum Zauberer zu finden.
Dann wünsche ich euch auf eure Reise ganz, ganz viel Glück. Und ich komme bestimmt mal vorbei und schaue mir an, wie weit ihr kommt und wie die ganze Sache ausgeht. An dieser Stelle erstmal vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns nun von Dorothy und ihren Freunden, nachdem sie uns zauberhafte Einblicke in die geheimnisvolle Welt des Zauberers von Oz gewährt haben. Und wenn auch ihr Lust bekommen habt auf mehr, dann könnt ihr ab dem 5. September im Admiralspalast in Berlin eintauchen in die wunderbare Welt von Dorothy und ihren vielen verrückten Freunden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.